Hallo, ich bin Bernd von Wasserspatz.de und ich begrüße dich zum nächsten Film der Staffel Sehnsucht 2020. Heute gehe ich wieder mit Cornelia tauchen. Diesmal geht es in einen See, in dem ich schon viele Jahre nicht mehr war, dem Baggersee Schlicht. Bin gespannt, was uns dort erwartet. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Es ist 10 Uhr, wir sind fertig und laufen zum Ufer. Die Sicht ist relativ schlecht. Die ersten kleineren Fische tauchen vor uns auf. Dieser alte Pfosten ist übersät mit Muscheln. Hier haben wir mal einen Hecht, doch der ist schneller weg, wie wir schauen können. Es ist nicht besonders viel los in diesem See. Nach ca. 10 Minuten entscheiden wir, umzukehren. Der Flussbarsch ist fast nicht zu erkennen. Doch plötzlich bekomme ich einen Aal vor die Kameralinse. Langsam verschwindet er. Doch er scheint es sich nochmal zu überlegen. Vielleicht ist er aber auch nur neugierig. Dann entdecken wir noch ein paar Muscheln. Thank you.
hier ein Rohr. Die Muscheln sitzen an exponierter Stelle, doch im Rohr ist nichts zu finden. Während in anderen Seen auf den Baumstämmen immer irgendetwas sitzt, ist hier nichts zu entdecken. Und die Sicht wird auch immer schlechter. Wir drehen und tauchen zum Ufer. Wir beratschlagen, ob wir noch ein Stück tauchen sollen oder ob wir es sein lassen sollen. Wenn wir schon mal hier sind, dann probieren wir es nochmal. Wir versuchen es direkt am Ufer im Bereich zwischen 1 bis 3 Meter Wassertiefe. Hier ist die Sicht etwas besser und es schwimmen auch mehr Fische umher. Sogar ein kleiner Hecht ist dabei. Nun reicht es uns und wir drehen erneut um. Hier haben wir noch einen kleinen Hecht. Oder ist es der gleiche wie vorhin? Wir sind wieder an unserem Einstieg angekommen. Obwohl es am Anfang recht trüb aussah, haben wir dann doch einiges gesehen. Insbesondere der Aal war richtig spannend. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ebenso freue ich mich über jeden Kommentar. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann solltest du den Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.